Heute gehe ich ganz klar mit euch durch, wie ihr euch für das Abitur 2019 einen Lernplan erstellt, der wirklich umfassend auf Mathe, Deutsch, Englisch oder welches Fach auch immer übertragbar ist, damit ihr euch genau einteilen könnt, wie ihr lernen wollt und so schlussendlich auch ideal vorbereitet seid. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Jetzt geht es darum, wie wir wirklich auch einen Lernplan erstellen, dass du wirklich auch alles, was du zu lernen hast, ideal einteilst. Und der allererste Tipp hierbei und das ist der allerwichtigste Schritt, ist, dass du nicht einfach sofort blind anfängst, die Hefte und die Heftanträge und die Bücher oder was auch immer zu lernen. Weil, wenn du einfach nur lernst, machst du nichts anderes, als dir ungezielt Wissen anzueignen. Du wirst in der Oberschule, vielleicht in unseren Coaching-Teilnehmern, immer wieder, bis sie es nicht mehr hören können, aber es ist so wichtig, dass man es wirklich verstanden hat. Und zwar, du wirst in der Oberstufe und im Abitur niemals danach bewertet, wie viel du weißt, sondern immer nur, zu welchem Grad du die Anforderungen erfüllst. Und deswegen mach dir diese Anforderungen unbedingt bewusst. Ja? Das ist dann nämlich auch gleich der zweite Tipp, dass du wirklich auch die Themenbereiche findest. Es geht nicht darum, wie viel du weißt, sondern einfach nur darum, was wird im Abitur abgefragt. Das kann man natürlich auch nicht zu 1000% wissen, aber du kannst dir die alte Abitur anschauen. Ja, im Internet steht vielleicht vom Kultusministerium, bestimmt müsste eigentlich jedem Bundesland zu sein, dass da steht, welche Themengebiete abgefragt werden. Und dann guckst du dir quasi erstmal an, hey, was ist denn da, was abgefragt wird? Das heißt, du orientierst dich nicht an dem, was du an Wissen dir aneignen könntest, sondern nur daran, was wird denn abgefragt? Und wenn du das dann hast, dann kannst du über die Anforderungen zurück zu den Dingen gehen, die du dir aneignen kannst und schaust quasi nach den Anforderungen, was von den Dingen, die wir in den 2 Jahren zum Beispiel auch mit dem Lehrer aufgeschrieben haben oder was auch, ich sag mal, im Buch steht, was davon zählt wirklich zu diesen Anforderungsbereichen und dann schaue ich mir ganz gezielt nur das an, um wirklich auch zielgerichtet mich vorzubereiten. Weil was du dann hast, ist, du hast wirklich ganz klar zu wissen, okay, das ist mein Themenbereich, das ist mein Themenbereich, das ist mein Themenbereich, das ist mein Themenbereich und das ist mein Themenbereich, zum Beispiel Mathe oder in Bio oder in Englisch oder was auch immer. Und genau das muss ich können. Boom. Jetzt kannst du diese Themenbereiche dann auch wirklich untergliedern. Ja, du untergliederst sie einfach. Und was du dann machst, ist, dass du eben drittens dir wirklich auch Lernzeiten einteilst. Denn was du dann hast, ist, du hast ganz klar deine Themenbereiche, die du dann wieder untergliedern kannst. Ja, du kannst ganz klar sagen, okay, in dem Bereich gehört das dazu, das dazu, das dazu, das dazu, das dazu, das dazu. Und das ist dann quasi für jedes Fach, okay, es gibt diese Themenbereiche, 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und jeder Themenbereich hat solche Unterpunkte. Und was du dann drittens machst, ist, dass du dir einfach wirklich mal so diesen ganzen Abiturphasenzeitraum aufzeichnest. Ja, du sagst dir ganz klar, okay, das sind jetzt irgendwie 2 Monate, wie das Ganze dauert. Da ist meine erste Prüfung, da ist Mathe, da ist Englisch, da ist Bio, da ist was auch immer. Ja? Und das zeichnest du dir ganz klar auf. Wirklich auch ruhig so ein richtig langen Block nehmen, gerne auch einen Kunstblock oder was auch immer, oder macht euch so eine ganze Dinge an, einfach hinten an der Wand, ja, was auch immer. Hauptsache, das ist wirklich groß visuell da, dass ihr wirklich auch einen Überblick und damit auch ein Gefühl dafür bekommt. Ja, nimmt nicht irgendwie so einen Kalender wie Google Kalender oder irgendwie in einer App, wo das irgendwie so klein ist, sondern macht es richtig groß. Und was du dann viertens machst, ist, du planst dir Lernzeiten ein. Ja, im Idealfall schaffst du es, dass deine Tage innerhalb dieser Abiturphase möglichst gleich sind. Ja, dass du einfach eine Routine kreierst, wie man eine perfekte Lernroutine fürs Abitur macht. Kommt auch gleich noch ein Video auf diesem Kanal. Und dann machst du das eben durch. Ja, und kannst dann wirklich sagen, okay, hier kann ich jeden Nachmittag lernen. Oder ich lerne jeden Vormittag von 9 bis 12 Uhr. Oder ich kann Samstag immer von 13 Uhr bis 19 Uhr lernen oder was auch immer. Ja, aber Hauptsache, dass das standardisiert, damit du wirklich weißt, in welchen Bereichen du auch wirklich lernen kannst. Und dann abschließend fünftens nimmst du dann eben die Themenbereiche, ja, die Unteranforderungen, die du eben auf Basis von dem, was wirklich auch nur abgefragt hast und planst diese Sachen wirklich einfach ein. Ja, und dann sagst du wirklich, okay, hier habe ich in, keine Ahnung, wenn du das allererste Mathe hast, sollst du dich am Anfang hauptsächlich Mathe lernen. Sagst du zum Beispiel, okay, Mathe lernen habe ich das Gefühl, kann ich immer am besten am Vormittag, dann machst du das halt immer Vormittag, wenn du eben da Schule frei hast. Wenn du halt Schule hast, dann packst du das ja eben für Nachmittag und lernst das zum Beispiel nur am Wochenende für die zweitnächste Klausur. Ja, das musst du halt einfach für dich selbst einteilen. Das Allerwichtigste ist nur, dass du es mal eingeteilt hast. Mach es dann auch nicht zu detailliert, im Sinne von, da lerne ich genau die Aufgabe um die und die Minute. Das ist viel zu übertrieben. Es geht einfach bei dem Lernplan nur darum, dass du eine grobe Vorstellung hast. Und dass du auch ganz genau weißt, weil der Lernplan wird ähnlich genauso aufgehen, wie du es dir vorstellst. Ja,
Du bist jetzt vielleicht voll davon überzeugt, dass du das machst, aber glaubst du mir, ich habe so viele Leute betreut. In den allermeisten Fällen geht es nicht so genau auf, weil man sich irgendwie überschätzt hat. Irgendwas dauert länger, irgendwas dauert kürzer, was anderes kommt dazwischen, was auch immer. Das Allerwichtigste wirklich nur, dass du halt eine grobe Orientierung hast. Und dann zum Beispiel auch weißt, dass wenn das Lernen am einen Tag ausgefallen ist, was das dann für die nächsten Tage bedeutet, wie du es umverteilen kannst. Einmal, dass du eine große, große, große Übersicht hast, ja. Genau weißt, was muss ich alles in meiner Vorbereitungszeit gelernt haben und da dann quasi so hin und her schieben kannst, dass du halt wirklich auch nichts vergisst und du dann schlussendlich auch bestens vorbereitet bist. Ansonsten natürlich wie immer gerne ins Traumabitur-Coaching kommen, wenn du wirklich das Maximum aus dem Abitur rausholen möchtest. Da ist einfach der Link unter diesem Video und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.